Hey Markus, welche Krankenunterlagen sind für dich besonders wichtig? Da wirst du vielleicht etwas überrascht sein. Natürlich frage ich meine Patienten, wo tut es ihnen weh, seit wann, was haben sie schon gemacht, gibt es schon Röntgen-MRT-Bilder? Wenn ich aber bei Arthrose als einer degenerativen Erkrankung und einer chronischen Erkrankung wirklich einen Unterschied machen möchte, dann muss ich mehr über dich als Mensch erfahren. Wie viel schläfst du? Schläfst du zu viel, zu wenig? Das hat eine Auswirkung auf deine Regeneration, auf dein ganzes System. Wie viel trinkst du? Und jetzt bevorzugt kalorienfreie Getränke, also kein Alkohol. Wie viel hast du dich bewegt? Wie viele Schritte machst du? Wie ernährst du dich? Deine Ernährung kann Entzündungen fördern oder sie kann sie senken. Und die ganz zentrale Frage, unser Leben beginnt mit dem ersten Atemzug, wie atmest du? Unsere Atmung hat einen immensen Einfluss auf unser Schmerzempfinden. Also, ich möchte eigentlich mehr von dir erfahren, als nur, wo es wehtut, seit wann und was schon gemacht wurde, sondern ich möchte mehr über deine Lebensgewohnheiten erfahren, denn da liegt der Schlüssel für eine dauerhaft erfolgreiche Arthrosetherapie.